Leute, wir machen heute wieder ein paar nice Greet Runs. Zum Beispiel mit Eve. Let's go. Mit Eevee. Mit Eevee. Was haben wir hier? Alter, direkt mit einem Curse starten. Let's go. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Let's go. Jetzt fangen wir an. Tier Size und Ranger. Boah, das ist mein Lieblings-Item, Mann. Das ist mein Lieblings-Item. Ja, hier ist nur Scheiße. Das ist egal. So, let's go. Ich schade mich direkt selbst. Boom. Und jetzt bin ich OP. Seht ihr diese riesigen Gymnastikbälle an? Boah! Boah! Einfach schon direkt gewonnen. Ich habe ja, ich glaube, erst letzte Woche oder so die Rasierklinge für Eve freigeschaltet, ne? Geile Bälle, Digga! Ey. Oh! Gespawnt in mir. Ja, ich glaube, in dem Automat am Ende haben wir jetzt irgendwie schon dann die 500, 600 Münzen drin. Mal gucken, ob wir heute voll kriegen oder besser gesagt so weit wie möglich, dass ich endlich The Lost grinden kann. Dass wir vielleicht heute sogar schon einen Lost Run machen, aber ich denke nicht. Ich denke, wir werden heute hauptsächlich die Maschine befüttern. Und dann nächste Woche mit Lost anfangen. Ich meine, ich habe so viel zu tun, ich brauche eigentlich gar nicht jetzt schon mit Lost anfangen. Aber ich sage, wie es ist, es hype mich schon irgendwie so ein bisschen auf Lost. Irgendwie habe ich Bock auf Lost. Oh, der Crack Dice! So, Chat. 1, 2. Lost now holds the Holy Mantle! Und die letzten 26 Münzen, die mache ich dann rein im Greedier Mode. Jetzt Keeper freistellen. Weil schaltet man Keeper frei, wenn man 999 hat? Und dann, wenn ich Keeper freigeschaltet habe, wie schalte ich mit Keeper frei, dass er mit dem Wooden Penny startet? Da gab es ja auch noch was. Ja, Chat, wir können jetzt anfangen mit dem Lost Grind. Lamp oder so. Ja, wir machen jetzt einfach die 99 voll mit Greed, mit Lost, Chat. Let's go! Wir machen die 99 voll mit ihm. Okay, scheiß Item. Du bist lost. Was macht der Crack, der Eternal D6 Chat? Ah, der Geschenke. Ich liebe Geschenke. Speeddown mit Lost. Reroll oder Item weg? Ah, okay. Ja, Run geht erst los, Chat. Run geht erst los, wenn ich den Super Mushroom hier finde. Nicht den. Obwohl, der ist auch not bad eigentlich mit Lost, ne? Junge, dieselben Items. Sehe ich da etwa ein Holy Mantle? Yeah. Ich hab nicht so restartet, dann doch. Digga, kann da auch mal was Interessantes kommen? Ich kann mit Lost auch, so oft auf den Knopf drücken, wie ich will, ne?
hab mich rerollt. Ja, irgendwas Cooles. Ich will irgendwas Cooles haben, Chat. Irgendwas Cooles. Ich glaube, hier gibt's nichts Cooles, oder? Kann da C-Section drin sein? Nee, das ist gar nicht der Level-Up-Pilz. Oh. Ich dachte, das ist das Level-Up-Pilz. Stimmt, der grüne war Level-Up. Ich habe vorhin gesagt, ja, mit dem Item ist auch gar nicht so schlecht mit der Lost. Nur Boss-Items kommen hier. Das war nur Leben, ne? Ja, komm. Ich starte gleich einfach, okay? Nächste gute Item nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Damage down, aber ich bin halt jetzt super schnell, ne? Hier, einfach normale Tiers ab. Nee, ist nicht cool genug, Chat. Ja, ich hätte den Pilz behalten sollen. Scheiße. Joker. Hallo. Junge, irgendwas. Spiel sagt nein. Ich hätte Booster Pack nehmen sollen. Vielleicht hätte ich wieder Joker bekommen. Ja, ich will jetzt ein Mid-Item haben, okay? Ich will ja jetzt ein Mid-Item haben. Ja, okay, das nehmen wir jetzt. Ist halt doof, dass wir jetzt mit einem Flug spielen müssen, ne? So, Chat, wenn ihr Lost nicht kennt, er kann keine Leben haben. Er ist One-Hit und stirbt direkt. Er hat nur ein Schild, den wir jetzt freigeschaltet haben, mit dem er einen Hit überleben kann. Ansonsten ist er dann direkt tot. Der kann fliegen und der kann durch Steine durchschießen. An sich recht stark. Nur halt, dass er halt, ja, keine Leben haben kann. Das ist natürlich dann nicht ganz so stark. Natürlich. Und er hilft den Leuten, genau. Ja, Greedia muss ich auch mit ihm machen, ja. Aber ich wollte einen ganz entspannten Greed-Mode mit ihm kurz machen. Um reinzukommen. Stark.
Okay. Mit der Kohle actually not bad, ne? Weil Kohle macht ja, je weiter die Träne fliegt, desto stärker ist meine Träne. Und wenn ich ja eh die ganze Zeit defensiv spiele und weiter weggehe, ist das actually not bad. Wo ist er nur hin? Gerade war er noch da. Verdammt, wo ist er hin? Was ist eigentlich für ein scheiß Gegner? Wieso sieht er so kacke animiert aus? Okay, Chat. 1, 2 oder 3 in den Chat. 1, 2 oder 3. Und dann seid ihr dabei. 1, 2 oder 3. In meinem Garten ist ein Notfallhubschrauber gelandet. Was? Ja, wie riesig ist dein Garten, ja? Okay, wir nehmen die 3. Lost Crown. Die ist ziemlich useless, oder? Die ist schon ziemlich useless. Auf unserem Boy, dem G, dem Lost. Weil damit die aktiviert wird, glaube ich, muss ich Schaden bekommen oder so. Und ich kann keinen Schaden bekommen. Schade! Habt ihr gut ausgewählt, Chat. Eins wäre Brimstone gewesen. Hey, Sere. Oh, Damage-Spritze. Ja, wir machen eine Gamba-Chat. Let's go. Das ist da schon mal ein interessanter Anfang. Das ist der letzte Run für heute, Chat. Die letzte Isaac-Gamba. Aber nicht die letzte Gamba für heute, weil wir haben gleich bei Rosin noch eine Gamba, ne? Und Renzersenf, Dankeschön für 26 Monate. Die Seife war ein Tier-Subchat? Eine schlaue App. Gives Isaac Tears und Shot Speed. Na, wieso nicht, ne? Schlüssel. Das ist, glaube ich, auch useless auf ihm, ne? Die Windel. Continuously firing tears for 3 seconds causes Isaac to drop a butt bomb, which damages and confuses all enemies in the room. Vielleicht kann ich mich damit selbst umbringen, ne? Aber alle confusen ist doch ganz lustig. Moment, ich kann es ja rerollen. Oh, defensives Item. Okay. Solider Start. Solider. Ja, ich glaube auch, es wird mich umbringen. Vor allem, das Doofe ist ja an den Windeln auch noch, also die Bombe, das Doofe an der Bombe on top ist ja auch noch, dass ich covere mich ja als Lost irgendwo öfters mal über Stein oder sonst was. Der wird mir ja alle meine Covers kaputt machen. Boah, die
Fliegen sind echt ätzend gerade. Schild hat mich gerade geblockt. Gerettet. Die Träne geblockt. Ui, Macarena. Nein, nicht die Spinne. Ui, ohne zu stoppen. Cool. Okay, der ist ein bisschen tanky, glaube ich. Es geht. Hackt viele halt wie viele Würmer aus. Ich störe mich aber auch nicht, solange ich über den Löchern fliege. Dann kann mich niemand hier erreichen. Er kann nicht schießen. Die Würmer können nicht schießen. Ich bin eigentlich in Sicherheit. Das ist ein guter Boss für einen Lost. Okay. Und Devil Deal. Easy. Kann dashen, so viel er will. Nice. So, was haben wir? Ich kann rerollen. Die tote Katze. Jetzt bin ich gar nicht mehr so ein One-Hit-Chat. Jetzt habe ich neun Leben. Nicey. Okay, lass sie abhauen. Kein One-Hit-Wonder mehr, ne? Hey, Chris. Gelbe Spritze. Das war irgendwie, dass man schneller und schneller wird und dann wird man irgendwie unsterblich oder so, oder? War das hier? Running into enemies while at high speed will deal damage. Oh, nee. Das rerollen wir. Oh ja, Spoonbender! Schmecki lecki! Schon wieder Pandoras Box. Also mit den zwei Spritzen hätte ich die Spritzenverwandlung, Chat. Okay, alles sehr geil geworden. Ich hab halt Range verloren. Range ist okay. Und Verwandlung. Damage up, Range up, Speed up. Pille. Full Health. Oh. Geil, Mann! Auch noch Full Health! Und Master Tarks. Dankeschön für dein Prime Sub. Okay, let's go. Ja, ich hab Range verloren, aber Range wieder bekommen. Weil, ne, durch die Verwandlung. Oh! Schon seit Ewigkeiten keine Spritzenverwandlung gehabt. Endlich haben sich die Drogen gelohnt. Wow! Ja, easy. Easy game, Mann. Was macht Spawn nochmal? Hat mir gerade 3 Stats abgegeben. Speed up. Irgendwie sehr viel. Ich habe über 2 Damage bekommen und über 2 Range bekommen oder so. PhD, it's in the game. It's in the game.
Greed hat keine Chance. Ich würde nicht unbedingt sagen, Greed hat keine Chance. What? Er macht währenddessen Damage. Jo, A+. Jo! Ich wusste gar nicht, dass A+ auch im Greed-Mode gedroppt wird. A+ ist sehr geil, Chat. Es gibt plus 10 Luck. Aber das kriegt man nur, wenn man No-Hit spielt. Was du ja als Lost spielen musst. Das Ding ist, ich bräuchte jetzt vielleicht irgendwie ein Item, was mit Luck funktioniert. Dann wäre es, glaube ich, richtig geil. Ach du Scheiße, wieso habe ich den Raum nicht verlassen, Chat? Wieso habe ich den Raum nicht verlassen? Ich habe keinen Holy Mantle gehabt. Ich bin so ein Trottel. Ja, das war mein A+. Okay. Chill, Jungs. Ja, ich habe eh kein luckbasierendes Item. Why? Oh mein Gott, der hat sein Arschloch geöffnet und mich weggelasert. Die haben sich doch abgesprochen, die Schweine. Hm. Wie soll ich das sehen? Bin ich ein Geistiger oder was? Das waren 3 Leben. Was für Monster Manual, Digi. Ach, schade. I can see forever. 40, okay, cool. Wo ist der Secret Raum? Also. Bäh. Kotze. Kotze. Ich kotze. Hat sich gelohnt? Nicht wirklich, oder? Ja, 4 Bomben. Oh, da ist noch ein Beutel, ich bin dumm. Scheiße. Booster Pack rerollen wir gleich. Und das war, glaube ich, ganz nett, ne? Dr. Vitus Chat. Nein, wir nehmen es nicht mit. Wir hatten gerade schon Dr. Vitus Run. Und ich werde mich damit eh killen. Noch eine Spritze, Leute. Lol. Leute, wir haben jetzt super viel Geld gleich, ne? 2 of Spades. Glaube ich, habe ich auf den Spielstand zum ersten Mal gedroppt bekommen, oder? Kann das sein? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
Jo, Grüße, Jungs. Jungs, entspannt euch, Jungs. Kommt runter. Moneten! Ich mag Moneten. Range up. Hast du nicht ein lackbasiertes Item gesucht? Ja, aber ich habe keinen Lack mehr. Der Ring war auch ein Damage up, ne? Ja. Range ist perfekt für Spoonbänder, aber ich habe schon ziemlich viel Range. Eigentlich. Ich wurde gerade geküsst, habt ihr das gehört? Ich wusste gar nicht, dass da so ein Kussgeräusch kommt, wenn man den Lippenstift einsammelt. Wummi! So, jetzt bitte einen richtig geilen Devil-Deal. Schmackofatzigen Devil-Deal! Oh mein Gott, da war noch ein Gegner. Einen schmackofatzigen Devil-Deal. Rune Shard. Das macht nur Schlüssel doppelt, ne? Ich kann halt ein paar Karten kaufen und hoffen, dass da vielleicht irgendwie noch Two of Diamonds kommt oder so, Chat. Scheiße, mein Schild ist weg. Wow. Range war eine gute Entscheidung. Okidoki. Komm schon, geiler Devil Deal. Geiler Devil Deal. Geiler Devil Deal. Boah, dich kennen wir doch schon. Ich hab deine Kohle schon. Aber Moment, ich kann rerollen. Doppelt Kohle? Das geht? Man kann in einem Run zweimal Kohle bekommen? Stacken die sich, Chat? Ja, zweimal Kohle. Kann die sich stacken? Der Effekt kann sich bestimmt nicht stacken, ne? Ich kann es jetzt an sich rerollen. Das ist ja weird, wieso kriege ich denn zweimal Kohle? Das geht doch gar nicht, dachte ich. Komm, wir rerollen den Spaß. Nein. Zeit. Es ist halt ein Damage up. Das kann ich. Ich weiß nicht, ob ich stacken kann. Aber dann kann ich nie wieder rerollen. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Ebenen. Psch, komm, ich nehme das Buch mit. Ich nehme das Buch mit. Ich glaube, Kohle und Greed ist da ein bisschen besonders. Okay. Das stackt, ja, dann ist das super stark, das Buch. Wenn das steckert. Okay, Range up, Schlacker, Starky. Ja, wir haben nicht mehr so viele Ebenen zum Rerollen, deshalb lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr so sehr, diesen Würfel mitzunehmen. Damage up. Laser! Ist der schlechte Laser, ne? Egal, Digga! Let's go. Aber es ist halt Homing. Ich muss jetzt gar nicht mehr in die Nähe gehen.
Ja, wir nehmen gleich Geschenk mit. Geil. Das ist viel Geld hier. Das ist viel Geld. Den habe ich nicht gesehen. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Ich kann nicht sehen. Meine Augen sind verschlossen vor der Wahrheit. Okay. Ist das ein Devil Deal Item? Oh nein! Das war komplett wasted. Ja, ich hätte theoretisch auch das Ding mitnehmen können, war ja eh umsonst, ne? Das andere, aber ja. Das war jetzt echt gewastet. War das nicht ganz cool? Rainbow Tears. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das ist ganz cool. Okay, letzte Ebene. Range down. Scheißegal. Ich habe einen Laser. One makes you small. Ja. Ja. Oh, Leute, ich könnte in dieser Ebene mir die R-Taste kaufen. Machen wir das? Dann wird der Run aber echt lang, ne? Ist das überhaupt eine Frage? Scheiße, mein Laser ist kaputt. Das ist es halt. Es wär ein lustiger Run, aber wisst ihr, wer da nicht lacht, Chat? Dashko und Maeve. Aber ich kann halt nicht so lange streamen. Ich bin so schlecht, ich stehe einfach und guck zu. Wer über Arki nicht lacht, ist selbst schuld. Außerdem ist Keggy so gehypt, dass man jetzt sitzen kann in Enshrouded. Da will man nicht länger streamen. Ja, der zweite Run ist recht schnell. Den machen wir fix. Oder? Nee, ich könnte dann viel verkacken. Ich habe halt nur noch drei Leben. Ich habe nur noch drei Leben, Leute. Nee, komm. Ich kaufe mir was Defensives. Jo! Jo! Die Hände! Da kommt ja noch einer.
Ich könnte es immer noch kaufen, ne? Ich krieg gerade so viel Geld. Durch diese Laser-Penny-Kombination. Ich könnte mir immer noch kaufen. Ja, Guppy, dann wären wir vielleicht noch Guppy, ne? Rune Shard. Junge, wie viele Münzen das hier sind. Deswegen, du bekommst dann schon in der ersten Ebene viel Geld durch die Items. Ich werde es bereuen, Chat. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Das hat sich so gar nicht gelohnt, ne? Guppy. Das hat sich so gar nicht gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich noch Tiers haben kann mehr. I don't know. Okay, ja, das ist echt viel, Geld, Chat. Judgment. Klicker. Seife. Da kommt ja nur noch Scheiße. Void. Da kommt ja nur noch Scheiße. Ich habe irgendeine Transformation bekommen. Der D6, let's go. Das ist aber mein Guppy-Kopf, ne? Ja, scheiß drauf, Leute. Der Turret, Leute. Scheiß auf den Turret. Warte, ich nehme den Rucksack mit. Da ist der D20. Und die Blankard. Nehme ich den D20, Chat? Dann können wir gleich alles rerollen die ganze Zeit. Die ganzen Münzen, die ich bekomme. Aber dann dauert es noch länger, komm. Wir sind schon recht stark. Ich behalte den D6. Ja, macht den Run nur noch länger, ja.
geil. Langweilig also mit dem D20 zu breaken. Sorry, Frau Dead God. BFF, lol. Oh, Leo war nicht so smart. Leo war echt nicht so smart. Und damit mache ich mir jetzt die Steine kaputt. Über den ich eigentlich habern möchte und mich verteidigen möchte. Naja, let's go. Hallo? Ey, 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 ey. Da war ein Bossgegner. Stimmt, die Pilze explodieren. Ich muss vor den Pilzen aufpassen, ne? Ich kann jetzt mit Leo die Pilze kaputt machen. Und wenn ich Pech habe, explodieren die Pilze. Weil manche explodieren ja, ne? Steam Sale wäre auch nicht bad gewesen, ne? Naja. Der Secret Raum ist bestimmt unten, ne? Ja. Lol. Stimmt, Moment. Aber die Pilze explodieren, aber ich habe ja Pyromaniac. Aber das macht ja auch so Gift. Das weiß ich gar nicht. Shielded Tears. Eine Depression-Wolke. Nehmen wir mit, ne, gleich. Ich werde eh gleich viele Geld haben. Wisst ihr, woran ich gleich sterben werde? An der Übersicht, die ich nicht mehr habe. Jetzt wird gespart, Chat. Oh, Junge, da können auch Gegner rauskommen. A-Plus! Da haben wir es wieder. Yo. Da war noch eine Münze. Naja, was soll's. Ziemlich leckerer Run. Ich darf jetzt nicht aus Versehen mein Batterie-Item benutzen, oder? Double Shot. Brimstone? Aber weiß nicht, ob ich Brimstone fühle, Chat. Der Laser ist schon eigentlich schmackofatzig. Ah, der 99 Bomben. Weiß nicht, ob ich den fühle, Leute. Skeleton Key. Okay. Ja, mit Homing, aber ich muss ihn dann die ganze Zeit aufladen. Das ist so entspannt, dass ich ihn einfach nur noch halten muss. Das ist halt so entspannt. Und wir hatten heute schon einen Brimstone-Run gehabt. Wir re-rollen gleich den Brimstone. Dinge, die niemand sagt.
funktioniert das mit dem Laser? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Laser. Muss ich ja meinen Laser aufladen? Wie funktioniert das? Das ist ja diese Chocolate Milk, dass man seine Tränen aufladen muss. Laser feuert, aber Tränen müssen aufladen. Boah, nee, dann nicht. Dann nicht. Dass die ganze Zeit nur einen Knopf halten muss und alles stirbt, das ist schon so funny. Da will ich nichts anderes haben. Was ist das denn für ein Ring? Father's Blessing, den kenne ich ja gar nicht. Noch nie gesehen, auch bei meinem anderen Spielstand. Ich hätte gehofft, ich krieg vielleicht noch Batterien. Aber leider nicht bekommen. Jo, der ist fast in mich reingeflogen. Ich hab Chaos gerade, ja. Junge, ist das funny. Ist das funny. Mehr Säcke. Ich kann leider nicht rerollen. Beides jetzt nicht so geil. Ich meine, das eine kann mich unsterblich machen. Das wäre vielleicht für den Endkampf ganz nett. Temporary Badass. Halt was Defensives, ne? Ist ja auch ganz nett. Ja, ich kann leider nicht rerollen. Moment, wenn unten Gegner kommen. Jetzt kann ich rerollen. Ich hätte den Würfel in First in der Hand halten müssen. Ah! Scheiße. LOL. LOL. Okay, was passiert hier, Chat? Gewonnen. Ja. Ace of Clubs, Piotr, Isaac geschafft. Wow, Fake Bombe. Hatte ich noch irgendwas hier? Nee, ne? Ja, der Doppler ist an sich auch ganz nett. Aber da muss ich halt mit ihm spielen die ganze Zeit. Vielleicht Conjoined. Ne? Ihr geht mit anderen spielen, ja. Ich muss mich dann auf ihn fokussieren, damit er was bringt. Ui. Junge, was ein Run, ey. Das ist fantastic fun, wie ich es mag. Komplett broken. Imagine, es wäre ein greedier Run. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so lange überlebt, ne? Wie er sich breit gemacht hat. Wir können noch ein bisschen shoppen gehen. Bogatiers! Was ist dieser Run, ey? Holy shit.
alles scheiße, Digga. Ich hätte rerollen können, ich bin dumm. Naja, egal. Ich brauche keine Items mehr. Ich muss einfach nur durchrennen. Ach, Junge. Ich muss einfach nur noch durchrennen. Hey, Poppy, was geht ab? Das Blatt macht doch, wenn du dich nicht bewegst, wirst du unverwundbar. Ja. Ich habe aber, glaube ich, keine Begleiter, die für mich... Ja, ich habe das Auge. Ich könnte mich jetzt hinstellen, eine halbe Stunde, und irgendwann stirbt Greed wegen dem Auge, was da dumm rumfliegt. Oder wenn Greed in mich reinläuft gegen den Cube of Meat oder so. Das wäre jetzt die letzte Option. Jetzt, wenn ich bei Greed gleich richtig reinscheiße, könnte ich theoretisch stehen bleiben und wir gucken Frank Rosin. Magic, Hangman, Lovers, Fortune. Der Wurm ist, glaube ich, ganz nett, aber ich hab das A+, ne, das brauchen wir nicht. Einmal rerollen. Oh. Cool. Haben wir noch einen Fuß zwischendurch, der mir noch mehr meine Sicht kaputt macht. Deleted einfach. Ja. Nicht Mamas Patschehändchen! Uiuiuiuiuiui. Können wir was kaufen? Ja, Bücher halt, ne? Aber die sind dafür zu teuer. Also ich könnte halt die Buchtransformation bekommen oder so. Das ist bestimmt auch ganz cool. Monstrous Lunge! Das ist mit dem Laser, glaube ich, nicht so geil. Ich traue mich nicht. Ich habe jetzt so einen easy win run. Ne. Wir bleiben beim Laser. Wir bleiben beim Laser. Ich habe keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich mir dann meinen Laser kaputt machen. Dann muss ich die ganze Zeit irgendwelche Charges machen. Diese Würmer, Alter. Da ist noch irgendwo jemand. Okay, der ist gestorben. Grüße! Eine Bombe gelegt. Perthrow. Noch ein Guppy-Item. Stark. Okay! Ich denke, wir sind ready. I think we are ready. Ist da irgendwie ein Lucky Penny dabei? Nee, ne? Okay. Guppy 2. Ich bin richtig süchtig nach The Finals geworden wegen dir. Stark. Ist jetzt neue Season draußen, ne? Ist die nice? Ich habe ein bisschen was gesehen. Sah schon eigentlich ganz cool aus. Okay. Let's go! Oh, das ist ultra viel Damage. Das ist ja ultra viel Damage. Das ist ultra viel Damage. Holy shit. Das Ding ist, er droppt die ganze Zeit Münzen, aber saugt sie die ganze Zeit ein. Er saugt die Münzen die ganze Zeit ein. Weil meine Magnetic Tears alles in ihn reinsaugen. Holy shit, ey, das war echt viel Damage. Okay, Chat, ich hab Angst. Kann ich die überladen, sodass sie wieder bei Null anfängt?
If only everyone was, was auch immer. Feuerwerk! Nochmal und ist bei 0. Ist das schlimm, wenn er bei 0 ist? Ist sogar gut. Ah, okay, dann kommt der Keeper. Man muss auf 0 kommen. Was passiert mit der Kiste gerade? Hallo? Gab's jetzt noch ein Achievement, dass ich das nochmal fülle? Die Kiste freut sich auf Rosinen. Oh boy, ey, was für Runs wieder? Das ist eine Mimik. Ab nächste Woche wird alles beschissen, Chat. Ab nächste Woche wird alles eine komplette Katastrophe. Weil wir haben jetzt 2 Wochen lang nur den Normal Mode, den Easy Mode quasi gespielt. Und nächste Woche wird es dann wieder im Hard Mode. Ja, wir haben Keeper freigeschaltet. Wir können nächste Woche ganz viel mit Keeper machen. Und ganz viel mit Lost. Ich habe jetzt alle normalen Charaktere frei, ne? Es gibt keinen mehr. Keeper war jetzt der letzte, der mir noch gefehlt hat. Ja, okay. Alle normalen Charaktere fertig. Das sind die alle, Chat. Und dann gibt's halt noch eine zweite Seite. Jello! Nächste Woche Godhead, ja bestimmt. Wäre geil. Also The Lost hat sehr viele coole Unlockables. Godhead, die 100. Bestimmt noch andere coole Singer. Oh nein, 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 uah!